Ahoi und herzlich willkommen hier bei mir im Hafen Königs Wusterhausen bei der Lutra GmbH, in Brandenburgs größtem Hafen. Im Hintergrund sieht man, was wir hier so machen. Ja, wir entladen Schiffe, wir beladen Waggons, wir haben industrielle Ansiedlungen. Das ist eigentlich all das, was das Hafengeschäft primär auszeichnet. Aber heute möchte ich nicht über das klassische Hafengeschäft berichten. Heute geht es mir eher darum, was für Tools wir hier im Hafen einsetzen, die uns bei unserer Tätigkeit unterstützen. Wenn man Infrastrukturbetreiber ist, also Gleise hat, Hafenkanten hat, Grundstücke hat, Stromleitung, dann braucht man auch Systeme, mit denen das verwaltet wird, dokumentiert wird und neu geplant wird. Und da sind wir vor einigen Jahren schon auf ein Produkt von einem regionalen Anbieter gestoßen, von der Firma Grebert, das Produkt Ares. Und das nutzen wir. Und vor allem nutzen wir es mittlerweile auch mobil. Das heißt, wenn ich hier bei mir im Hafen stehe, kann ich mir jederzeit einen Überblick darüber verschaffen, wo sind meine Infrastrukturen? Was liegt vor allen Dingen in der Erde, was man von außen nicht sieht? Kann mein Mitarbeiter Notizen vermitteln, dass sie im Prinzip vor Ort sofort wissen, da hat der Chef wieder einen Mangel entdeckt, da müssen wir nacharbeiten. Und das sind Punkte, die letztendlich die Effizienz in der Verwaltung unserer Infrastrukturen deutlich erhöht haben. So ein Hafen ist ja kein starres Gebilde. Ein Hafen ist sehr lebendig und wird letztendlich charakterisiert durch ständige Umgestaltung, Neugestaltung, sei es durch angesiedelte Unternehmen, sei es durch Veränderungen in Infrastrukturen. Ich hatte das ja vorhin schon erwähnt, wir sind hier auf ungefähr 65 Hektar Fläche, das ist schon ein großes Areal und dafür braucht man letztendlich auch technische Unterstützung, um derartige Areale zu beplanen und verwalten zu können. Und da lag es für uns vor einigen Jahren schon sehr nah, uns entsprechende Softwarelösungen zu suchen. Und in dem Zusammenhang mit der damaligen Recherche sind wir auf das Unternehmen Ares gestoßen und sind froh, dort ein entsprechendes Produkt gefunden zu haben, das uns letztendlich hier eine kostengünstige Alternative zu anderen CAD-Produkten liefern kann. Wir verwalten mittlerweile mit der Ares Software unsere gesamten Infrastrukturen im Hafen, ob das Kaimauern sind, Gleise, Flächen und technische Einrichtungen. Im Hintergrund sieht man einen Teil unseres schönen Hafens, nämlich die Marina in Niederlehme, auch genannt der Osthafen, wo letztendlich wir als Lutra unsere Freizeitaktivitäten bündeln. Der Wassertourismus in der Region ist ja von extrem stark wachsender Bedeutung und so haben wir uns hier vor einigen Jahren entschieden gehabt, eine Wassertankstelle zu errichten, aber auch Einkaufsmärkte und letztendlich so ein Servicepaket, was Wassersportler brauchen. Und es ist mittlerweile so, dass ich nicht nur auf diesen schönen Balkon gehen muss, um zu gucken, was für Liegenschaft wir da drüben haben. Ich sehe hier auf meinem Touchpad im Ares-System letztendlich genau, wo sind welche Leitungen verbaut, wo sind Anschlüsse, wo gibt es letztendlich wieder Instandhaltungsbedarf und das hilft uns enorm weiter. Ich möchte heute mal ein praktisches Beispiel geben, hier draußen im aktuellen Hafengeschehen, wo uns das System letztendlich unterstützt. Ich habe hier vor mir die Pläne von unserer Infrastruktur, unserem Ladegleis. Und wenn ich jetzt Schäden feststelle und den Mitarbeiter nicht nur beschreiben will, da ist ein Gleis kaputt, da ist was gebrochen, dann nutze ich die neuen Funktionalitäten, indem ich einfach ein Foto mache auf das Objekt. Fotografiert, schreibe die Notiz, bitte bearbeiten, Betonaustausch. Und zeitgleich wissen meine Mitarbeiter im Office bereits, was zu tun ist. Die Planung und Optimierung unserer technischen Einrichtungen und Infrastrukturen, teilweise sogar Superstrukturen wie unsere Kräne, passiert natürlich im ersten Step am Schreibtisch. Dort sitzt also ein Mitarbeiter und verwaltet diese Einrichtung und nutzt dafür die entsprechenden Software-Tools. Viel wichtiger heute in unserer aktuellen Situation ist es aber auch draußen, sprich vor Ort, Eingaben tätigen zu können, einen Überblick zu haben, wo befinde ich mich, welche Einrichtungen sind hier. Und da sind wir sehr froh darüber, dass wir auch ein entsprechendes Tool mit der Ares Touch gefunden haben. Mein Unternehmen, die Lutra GmbH, sprich der Hafen Königs Wusterhausen, ist letztendlich regional tätig. Und so liegt es für uns auf der Hand, dass wir uns bei allen Servicedienstleistern auch regionale Unternehmen suchen, um da eine enge Verbindung zu haben und dann, wenn es notwendig ist, auch einen schnellstmöglichen Support. Und das war einer der Gründe, weshalb wir uns seinerzeit in der Firma Grebert einen kompetenten Ansprechpartner gefunden haben, der quasi bei uns um die Ecke sitzt. Für uns als Hafen ist es enorm wichtig, dass wir alle Pläne in einem digitalen Format jederzeit zugriffsbereit zur Verfügung haben.
Wir benötigen Zeichnungen letztendlich für unsere gesamten oberirdischen, aber auch unterirdischen Infrastrukturen, sei es unsere Leitungsnetze, unsere Rohrnetze, unser 20 kV-Mittelspannungsstromsystem, sei es hin bis zu sämtlichen Bestandsdokumentationen unserer Umschlagseinrichtungen. Sie müssen sich das vorstellen, so ein großer Kran, der besteht aus weit über 500.000 Einzelteilen. Dafür gibt es Detailzeichnungen. Das wurde bis vor einigen Jahren immer noch in Papierform gehandhabt. Und das ist mittlerweile alles digitalisiert und dank ARIS auch jederzeit abrufbereit. Wichtig für uns ist auch, wenn wir Erweiterungen im Hafen durchführen, neue Gleise bauen, neue Kaianlagen errichten, dann bekommen wir von unseren Dienstleistern sämtliche Bestandsdokumentation auch digital, die wir dann mit einem einfachen Klick durch ARIS jederzeit wieder abrufen können.